Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Moonlighter für die Switch. Ich befinde mich in meinem Laden, in meinem riesigen Laden, in meinem riesengroßen Laden und wir haben den sozusagen gepimpt bis zum geht nicht mehr. Mehr kann man im Moment nicht machen hier drin. Auch hier eine neue Kasse, die gibt mehr Geld, also mehr Trinkgeld von den Kunden. Hier haben wir jetzt 5 Truhen, wo wir richtig viel reinballern können. Die so große, haben das super mega Bett, wo wir jetzt 3 oben, kann man sehen. 3 Schutzschilde und nochmal 250 Energie, also Leben extra dazu, wenn wir uns ausgeruht haben. Besser geht's nicht. So, was ist unser Angang heute? Der Tech-Dungeon. Und dazu muss ich was sagen. Der Tech-Dungeon ist der vierte, das ist der vierte Schlüssel, bevor wir das große 5. Tor öffnen können. Ich zeige euch jetzt mal was. Und zwar habe ich, das kann ich auch hier unten beim, am besten beim Schmied zeigen. Ich habe ein bisschen gefarmt, ein bisschen gespielt. Wenn ihr meinen Kontostand oben links anguckt, seht ihr, ich habe 4,1 Millionen. Das ist schon recht ordentlich, aber so viel ist das gar nicht. Also Leute, die jetzt gerade am Anfang des Spiels sind und sich denken, mein Gott, der hat über 4 Millionen Goldstücke. Ja, ist viel, wenn man am Anfang steht. Aber da, wo ich jetzt stehe, ist nicht viel, denn allein für den letzten Bogen hier, den ich mir gekauft habe, das ist dieser hier, der Exeter-Bogen, der allein kostet 512.000, also eine halbe Million. Lohnt sich aber definitiv. Den habe ich gekauft und habe den nochmal hochgejagt auf 397 Schaden. Also der ist schon sehr cool. Und gerade in einem Tech-Dungeon ist der überlebenswichtig, einen guten Bogen dabei zu haben. Ja, denn bei der Ausrüstung. Ich habe das letzte Stoffbandana 4 und habe auch die Stoffrüstung 4 und habe alles auf 4. Habe gleichzeitig aber auch alle meine Sachen bei der Verzauberungskünstlerin hier hochgepitcht. Das heißt, wir haben alles verzaubert. So soll das sein. Hier sieht man noch, dass ich ein paar Sachen habe. Das sind eigentlich Sachen, die ich im Dungeon gefunden habe. Deswegen kann ich die verzaubern. Mache ich jetzt nicht. Für meine Ausrüstung nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass wenn wir jetzt auf Tour gehen, huch, haben wir gar nicht gesehen, kaufen wir doch gleich nochmal ein, zwei Getränke. Obwohl, ich habe Getränke, brauche ich nicht kaufen. Ich habe 3 Heilgetränke und 5 unten, hier unten in meinem Menü, kann man sehen. Mehr würde ich gar nicht mit in den Dungeon gehen. Das macht keinen Sinn. Auf jeder Ebene gibt es einen Heilbrunnen. Den kann man immer wieder zurücklaufen und heilen lassen. Wie ihr seht, habe ich fast 1000 Leben oben. Oder ein bisschen über 1000 Leben. Mit dem Bonus gerade. Sonst nur 775. Das reicht jetzt erstmal. Und man kommt auch ganz gut voran im Tech-Dungeon, sage ich mal so. Ich habe ein bisschen gefarmt. Ich sag mal, mit jeder Farmtour mache ich so um die 100 bis 300.000. Ab und zu auch mehr. Ab und zu auch mal eine halbe Million. Unterschiedlich. Jetzt, wenn ich jetzt eine Tour drin mache, dann sind es immer knapp 1 Million, die ich heraushole. Also, es lohnt sich schon, da reinzugehen. Für uns spannend ist eigentlich nur, wir wollen den Boss hier legen, damit wir den vierten Schlüssel bekommen. Und während wir das tun, ich jetzt erstmal durch die 3 Ebenen stolziere, nehme ich euch mit und zeige euch, wie ich am besten die Gegner platt mache. Auch hier, wie in den anderen Dungeons, einige Gegner ist es wichtig, schnell ranzukommen. Bei einigen anderen Gegnern ist es einfach nur wichtig, clever zu sein und die Umgebung zu nutzen. Wer das letzte Video gesehen hat, der weiß, dass ein grüner Schleimklumpen hinter mir her war. Ein großer grüner Schleimklumpen. Ich habe versucht, ihn zu besiegen, das kann man nicht. Ich habe mich da mal schlau gemacht, dieser Gegner ist einfach nicht zu besiegen. Das ist sozusagen ein Gimmick, in Anführungszeichen, von den Programmierern für euch, damit ihr schnell in den Dungeon vorankommt. Dass man sich nicht so lange in den Dungeons aufhält. Dann kommt der Hochter auf und jagt euch, bis ihr in die nächste Ebene geht. Und dann bleibt er weg. Seid ihr da wieder zu lange zugange? Kommt er wieder. Und man kann diesen nicht töten. Also versucht es nicht. Er schlägt darauf zu mit 500.000 Schaden mit einem Schlag. Also es lohnt sich nicht. So, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Ihr könnt mal kurz meine Waffe sehen. Also, wie ihr seht, macht meine Hauptwaffe macht 498 Schaden und mein Bogen macht 377. Das ist ganz ordentlich und hilft uns auf jeden Fall allemal. Drüben habe ich jetzt meine Getränke, aber ich habe auch dieses Getränk und das ist der Tech-Trank der Führung. Sozusagen zeigt er mir an, wie ich am besten zur schnellsten Ebene komme. Den nutzen wir jetzt in der ersten Ebene noch nicht. Da gehen wir noch alleine auf Tour. Aber der zweiten Ebene nutzen wir den, damit wir schnell zum Boss kommen, weil wir wollen den Boss ja legen und das soll nicht zu lange dauern. So, 5 Minuten sind jetzt um und wir gehen weiter in den ersten Raum rein. So, die Waffe immer auf Schild und Schwert. Los geht's.
Ach, guck mal, gleich den Brunnen gefunden, super. Kann man nicht nutzen. So, den gleich platt machen. Denn irritiert nur, die Kleinen auch platt machen, die hauen dir so ein Zitteraal entgegen. Und gegen die hilft eigentlich ganz gut der Bogen, dass sie gar nicht jetzt so nah rankommen. Die machen jetzt nicht viel Schaden, wenn sie rankommen. Aber sie sind nervig, gerade bei vielen sind die sehr nervig. Also Bogen benutzen, hier könnte man auch wieder sagen, ich hüpfe schnell hier rüber und schieße den von hier ab. Er kann ja nicht über die Schlucht kommen, perfekt für den Bogen. Brauchten wir jetzt nicht, weil er relativ zügig platt gemacht wurde, aber ich will es erwähnt haben. So, was haben wir hier drüben so? Zack, einsammeln. Warte jetzt. Oh, hier wieder so einer, schnell mitgehen und von oben. Und weglaufen, dass die uns da gar nicht erwischen. So. Ich benutze den Bogen hier, also es lohnt sich die halbe Million auszugeben für den Bogen. Wie ihr seht, der macht schon ordentlich Damage. Und ja, praktischerweise sind wir schon, haben wir den Weg schon gefunden zur nächsten Ebene. Den nehmen wir gleich mit. Aber auch die anderen Ausrüstungen. Also bummelig habe ich für die ganze Ausrüstung jetzt ungefähr so 3, 4 Millionen mit Verzauberung bezahlt. Locker. Aber ohne diese kommt man hier leider auch nicht weiter. Ich will auch behaupten, dass wir einen vierten Schlüssel haben, dass es eine neue Ausrüstung gibt beim Schmied. Da stehen wir denn. So lange habe ich schon mal Geld gesammelt. Wir haben 4,1 Millionen. Da können wir es anfangen. Aber man braucht dieses Geld auch. Wenn ihr mal guckt, was allein schon der Anhänger kostet, schon 20.000 Goldstücke, nur um nach Hause zu reisen. Und 60.000 kostet er hier, um ein Portal zu öffnen. Eine Etage höher kostet den schon 80.000. Also, das ist schon ordentlich, ordentlich. So. Huch, da ist mein kleines Logo auch mal wieder eingeblendet. So, den am besten... Ah, Mist, falsches Ding. Den am besten... Ah. Den am besten so schnell wie möglich platt machen. Jetzt haben die mir leider zwei Schutzschilde weggenommen. Ärgerlich, aber das geht nicht anders. Weil, wenn man den sieht, gleich hinrennen und draufhauen. Wenn ihr so viel Schaden macht wie ich mit dem Schwert, das sollte man auch immer vor jedem Gang kontrollieren, ob man das Schwert ausgerüstet hat, wenn man reingeht irgendwo. So, kriegen wir den noch hin, bevor er zu dicht rankommt. Ah. Ah. So. Genau. Also, wieder das Schwert ausrüsten. Ist nur ärgerlich, wenn man das nicht gemacht hat. Aber rennt man schnell auf ihn zu. Haut ihn dreimal, ist er tot, bevor er seinen Blitz von oben machen kann. Jetzt seht ihr, es nimmt immer ein Schutzschild oben weg. Aber der macht schon ganz gut Schaden von oben. Also. Doch, haben wir schon wieder einen Brunnen gefunden. Können wir nicht nutzen? Aber macht nichts. So, da ist wieder so eine blöde Maschine. Gehen wir hin. So, die sind besonders nervig. Ah, der erwischt mich immer. Den am besten aus sicherer Entfernung töten. Denn wenn man erstmal drin ist, kommt man so schnell nicht mehr raus. So ist das. So. Da drin, nehmen wir mit. Ich nehme erstmal alles mit. Sortieren kann ich immer noch später. Ist hier auch was drin? Nee. Oben oder links? Okay, oben. Das ist natürlich easy. Einfach nur mit den Pfeilen killen, weil warum sollen wir uns die Mühe machen, darüber zu springen? Und zusätzlich treffen die uns vielleicht noch. Muss nicht sein. So, der nächste. Okay, die können wir natürlich so platt machen. Diese Kugel, die herumfliegt, macht Schaden. Aber ihr könnt sie gar nicht treffen. Ist nicht schlimm. Sobald ihr alle Gegner gekillt habt, stirbt die auch automatisch. Also kümmert euch nicht um diese Kugel, die da rumschwert. Weicht ihr nur aus. Das reicht. So, ein bisschen hier oben rein. Wie man sieht, habe ich schon 19 Gegenstände. Das ist schon clever gemacht vom Spiel. Jetzt müsste man schon fast wieder zurückgehen. Und die Sachen abgeben. Aber das machen wir nicht, weil wir bei einigen Bossgegner killen. Deswegen ist das egal. So, ins nächste rein. Da. Wenn man den gleich hingeht, kriegt man nämlich gleich mit zwei Schlägen, drei Schlägen gekillt. Perfekt. So, es geht wieder eine Etage höher. Oh, warte mal, das sind wir noch mit hier. Ach, können wir gar nicht. Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr. Nee. So, ich habe zwischenzeitlich, war ich auch mal hier drunter und hatte gar nichts Richtiges mit. Und dann habe ich einfach hier so hier den genommen, hier reingeschmissen. Gehen wir noch ein bisschen Kohle. Ich weiß, es könnte was Wichtiges sein, aber im Moment ist es mir egal, denn wir wissen eh nicht, welche Materialien wir brauchen für das nächste. Hier kann man natürlich nachgehen, was am teuersten ist, wie viel, was man viel verkaufen kann. Diese Drähte geben jetzt nicht wirklich viel. Zerstört Flucheffekt. Macht doch mal hier den Flucheffekt weg. Zack, dann sehen wir, was das ist. Oh, perfekt. Mal aufeinander stapeln. Achso, okay, scheiße, muss oben oder unten sein. Egal. Wir gehen erstmal hier rein. Also, wir haben noch alle Leben. Jetzt hätte ich natürlich schon unsere Dings nutzen können. Das machen wir jetzt auch. Wir wollen jetzt schnell zum Boss kommen und gar nicht mehr so viel
durch die Gegend kommen. Denn hier oben gibt es auch die gefährlichen Truhen, die dann angreifen. Aber wir haben ja was Gimmiges-mäßiges mit. Wir können Tech-Trank der Führung, den nutzen wir jetzt. Zack. Und jetzt sieht man diese blinkenden grünen Lampen, die zeigen mir jetzt den Weg. Okay, der ist wirklich nervig. Weil der fliegt nämlich nur noch so rum und versucht ihn die ganze Zeit zu treffen. Das ist wirklich zum Kotzen. Und der blaue ist egal, aber das andere Ding ist... schon ausweichen. Sehr nervig, aber das andere verschwindet ja automatisch dann. Oh, guck mal hier. Ein nettes kleines Schwert. Ja, hier können wir ein paar Sachen nach Hause schicken. Das ist natürlich perfekt. Zum Beispiel das Ding. Haben wir noch hier noch ein Ding, was nach Hause geschickt werden kann. Dann schicken wir auch noch mal nach... Also ich schicke immer gerne die Sachen nach Hause, die schon eh verflucht sind. Weil wir die eh nicht stapeln können. Und stapeln ist ja schon sehr wichtig. Zack. So. Was war da, lassen wir hier. So, wir zeigen aber hier links an. Dann müssen wir hier rein. Das ist wieder richtig eingestellt. Hier können wir nichts machen, aber wir müssen da oben hoch sowieso. Ah. Oh nein, das war dumm. So, einer ist kaputt. Also die nerven wirklich, kann ich nur sagen. So, den müssen wir jetzt aber trotzdem... wieder weg. Ah, wieder hin. So. Gut, wir haben jetzt ein bisschen was verloren, das macht aber nichts, dieser Brunnen. Reinigen wir uns mal kurz und diese... Das sind immer zwei, drei Schläge. Oh. Jo, wir gehen hoch. So, da ist schon die Boss-Tür. Und hier ist wieder so ein Gegner. Und wie man sieht, den müssen wir da oben gleich platt machen. Warte noch, bis er einmal kurz hier jetzt rüber. Und so, den haben wir auch. So, der ist drüben auf der anderen Seite. Kann auch gerne bleiben. Aber wir müssen jetzt hier unten nochmal längs, leider. Oh nein, ich bin vorne. Da wollte ich nicht hin. Aber das macht nichts, wir haben den Brunnen in der Nähe. So, den nehmen wir weg. Und schießen den mit den Pfeilen ab. Denn wenn der uns einschleimt... hängt man nur so fest und verliert auch nur so viel Energie, was sehr nervig ist. Och, bin ich mal runter freiwillig. Schön war. So, ist hier irgendwas? Oh, hier ist auf jeden Fall einer, der den Fluch wegnehmen kann. Das ist schon mal gut. Heißt, wir nehmen den Fluch weg von irgendwas, was wir stapeln können hier. Nicht wirklich. Hm. So, das ist etwas sehr Teures. Könnte man mitnehmen und hier hinpacken. Dann würde das zu dem werden, wenn wir zurückkehren, was natürlich sehr cool ist. Und hier wieder etwas, das auch etwas teuer ist. Das setzen wir dann hier hin. Tauschen wir aus mit dem Gelee. Das davon kriegen wir nachher genug und können richtig Zaster machen. So, haben wir noch irgendwas, das verkauft werden kann? Ein Schwert habe ich doch eigentlich schon, aber die können wir auf jeden Fall stapeln. Und die können weg hier, die Kabel. Das nervt auch. Da ein bisschen Kohle, aber auch nicht so viel. So. Gehen den Kram mal rüber hier. Man sieht es. Wäre es natürlich cool gewesen, die auch weg zu haben. Aber wir müssen eh nochmal hier hin. Lass mal ganz ab. So. Ich wollte dich da hin haben. So, jetzt müsste es klappen. Nee. Was mach ich denn da? So. So soll das sein. Genau. Gut. Da ist schon der Boss. Dann gehen wir gleich rein. Aber wir haben so viel Leben verloren, das ist aber nicht schlimm. Denn der Brunnen war ja nicht weit weg. Dann holen wir uns mal schnell Leben beim Brunnen wieder. Dann sparen wir uns auf jeden Fall ein Getränk. So, trinken wir mal. Den Boss selber habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur gefarmt hier und bin nicht reingegangen zu dem Boss. Aus dem einfachen Grund, dass ich ja, wenn ich drauf gehe, alle meine Sachen verliere. Das war mir jetzt immer nicht wert. Also. Ach ja, da oben ist der Boss. Okay, jetzt sind wir drin. Oh, es war klar, dass irgendwas mit Elektronik ist. Guck mal, wie viel Schaden wir bei dem machen. Ui, das geht in die Augen. Okay. Die Rollen können wir noch. Schnell mal weg hier. Ich weiß nicht, was er macht. Guck mal, da kommen so Kugeldinger. Ich will den Bogen benutzen. Ah, trotzdem. Aber ich treffe ihn, glaube ich, nicht, ne? Doch, wir machen ihn Leben weg, auf jeden Fall. So. Was er jetzt macht. Oh.
Eieiei. Also hier oben schon Schaden machen. Okay. Der Bogen ist echt super. Okay, jetzt fliegt er hier ein bisschen hin und her. Uah. Oh. Ah. Er ist weg. Schnell wieder hin. Ah. Bis wir gerade gesprungen sind. Denn das wäre, glaube ich, daneben gegangen. Okay. Raus. Oh. Das haut rein. Eieiei. Da müssen wir aufpassen. Ich nehme mal lieber noch ein Getränk hier. Oh, weg hier. Ach. Nein. Ah, man sieht unten, dass er Leben weggeht mit meinen Pfeilen. Oh, jetzt ist er weg, glaube ich. So. Okay, der war jetzt gar nicht so schwer. Hat immer die gleiche Technik verwendet. Der Taktik gewendet, aber ich glaube, wenn man nicht so viel Schaden machen würde, wäre das schon sehr ärgerlich hier. Nur gut. Okay, nächste Truhe. Holen wir uns mal die Sachen. Ja, hier müssen wir eigentlich alles von haben, das heißt, wir müssen ein bisschen aussortieren hier. Guck mal hier. Gabeln wir. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal die Bücher hier nehmen. Weil dafür kriegen wir am meisten Kohle. Da gibt es richtig viel Asche für. Was ist denn noch da so? Irgendwas, was wir noch stapeln können? Und wir lassen das auch mal rüber und dann nehmen wir das andere mit hier. So, das ist nicht so weit. Das ist. Jetzt denkt ihr euch, das lässt alles da. Nee, lasse ich gar nicht da. Denn wenn wir jetzt hier rausgehen, geht ja eh ein Portal auf. Und das Portal können wir nochmal benutzen. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Und landen jetzt gleich zu Hause. Jetzt sehen wir, dass die Sachen gerade umgewandelt werden. Zack. Und das können wir richtig gut verkaufen. Das machen wir jetzt auch gleich. Aber ich bin gespannt, was passiert, wenn wir jetzt den vierten Schlüssel reinpacken. Dann geht ja das Portal sozusagen auf. Wie ihr sehen könnt, ist der Bogen wirklich sehr praktisch. Oh, da geht die Tür auf. Das fünfte Tor. Das ist aber ein riesiges Tor. Da können wir aber nicht rein, weil hier sind noch Bretter vor. Das heißt, es muss ja erst von unserem Schmied wieder aufgemacht werden. Aber hören wir uns erstmal die Arie an, die unser Onkel uns erzählt. Der Techwächter ist gefallen und das fünfte Tor steht offen. Der alte Piet hatte recht, jetzt kann er in Frieden ruhen. Du hast mehr erreicht, als jeder andere es hätte tun können. Wenn ich dich jetzt bitten würde, es nicht zu tun, es einfach auf sich beruhen zu lassen und das Tor nicht zu betreten, würdest du auf mich hören? Niemand weiß, welche Gefahren hinter diesem Tor liegen. Es ist schon das Funkeln in deinen Augen, die Neugier. Du würdest es nie aufgeben. Wäre dein Großvater noch hier, würde er genau das von dir erwarten. Viel Glück, Will. Pass auf dich auf. Okay. So. Mal kurz hier rein. Ja, wir haben einiges bekommen hier. Das heißt, wir können auf jeden Fall was verkaufen. Wir schneiden jetzt erstmal rein hier alles. So. Ja. Jetzt guck mal, sieht man die Preise, sieht man schon. Ja, deftige Preise, deswegen verdiene ich auch so viel. Das hauen wir raus. Das hauen wir raus, das hauen wir raus. Das. So. Jetzt müssen wir gucken. Die Preise kennen wir nicht, aber wir können die Preise rausfinden. Wir gehen hier rein, gucken uns dieses Technologie an. Was ist denn das? Flussenergienotizen. Okay, wir gucken mal an, was die wert sein können. Die liegen fast bei 40.000. Das heißt, wir stellen das Ding auch rein für 50.000. Wir übertreiben es ein bisschen. Es klappt bei mir aber schon mal, dass ich das Geld dafür bekommen habe. Weil ich es übertrieben habe. So. Die Notizen liegen kurz darunter. Deswegen ist das nicht so wild. Wie können wir denn auch so? Wir legen die alle mal bei 40.000 jetzt hin. Kann sein, dass wir nicht verkauft bekommen. Macht ja nichts. Dann gehen wir mit dem Preis runter. Wir sind ja keine Unmenschen, ne? So. Und hier oben. Wir kaufen mal so Kleinigkeiten. So, wir haben so viele Vitrinen. Das ist eigentlich ganz geil.
So, wie ihr sehen könnt, kriegt man Kohle relativ schnell jetzt zusammen. Das sind ja wirklich utopische Preise hier. Die Leute kaufen. Das Geile ist immer, wenn die Leute reinkommen und dann sagen sie, oh, bei 700 Dollar Gold, sagen sie, oh nein, und schütteln den Kopf. Gehen dann rüber zur anderen Seite und kaufen was für 50.000. Ein Highlight. So, hier noch irgendwas reinstellen können? Ja, wir könnten euch das Schwert hier ruhig verkaufen. So eins habe ich schon. Ich weiß gar nicht, was man dafür bekommt. Schwert. Das ist ja hier. Schon sehr weit unten. Also es ist schon sehr weit oben, meine ich. Ja, schon fast ganz oben beim... Ja. Können wir schon einiges für verlangen? Pass auf, wir machen es mal. Packen es da rein. Und wollen dafür 90.000 haben. Wird es wahrscheinlich nicht klappen, aber das macht nichts. So, wir öffnen mal die ganzen Pforten hier. Wow. Dann wollen wir erstmal verkaufen. Bevor wir uns leider das neue Gebiet angucken, verkaufe ich einmal, dass wir ein bisschen Zaster zusammen haben. Mal sehen, ob die Preise gerechtfertigt sind. Nein. Hier ist zu hoch. Macht aber nichts. Das war ja auch nur unser Anfangspreis. Wir gehen gleich 10.000 runter. Wie wir dann liegen. Oh, da ist wieder ein Verbrecher. Meine Assistentin ist ziemlich gut, Verbrecher zu jagen. Muss man leider auch mal sagen. So, wie man sieht. Man verkauft hier ganz gut. Und ich kann euch nur raten, macht Verbrecher-Dekorationen weg. Braucht ihr nicht. Eine habe ich da, aber sonst braucht man die kaum. Und haut lieber auf... Guck mal, er hat das Schwert jetzt für 90.000 gekauft. Ich hätte dafür mehr verlangen können, wie man sieht. Jetzt achte mal drauf, wie viel ich damit einnehme. 180.000, ich kriege das Doppelte. Und das ist auch nur, weil ich diesen Tipp so hochgesetzt habe, dass die so viel Trinkgeld geben sollen. Also von daher kann ich jedem nur raten, macht was draus. So. Also ich habe Dekoration hier fast nur Trinkgeld. Also im Tresen rumsteht fast nur Trinkgeld. Das ist das, was am meisten Sinn macht. So. Ich habe sie auch mal verkaufen lassen. Allerdings klaut die Tante mir dann 30% von meinem Gewinn. Das ist mir dann doch zu viel gewesen. Dann lassen wir das. So, jetzt wurde es verkauft, das Tech-Ding. Und vielleicht knacken wir ja die 5 Millionen, wer weiß. Wird ja gerade alles gekauft hier, wie man sieht. Der verrückte Sascha. Den verrückten Preisen. So. Komm schon, komm schon. Jetzt hast du der Rubel läuft. Er rollt. Läuft. So, wir verticken das nochmal schnell hier alles. Wir sind auch gleich durch mit der Scheiße. Zack, da haben wir die 5 Millionen. Bin ich gespannt, was wir damit machen können alles. Hier, der will einen Auftrag haben, was wir dann haben. Flüssigkeitskondensator. Wenn wir welche mitnehmen können, müssen wir ja nicht mehr rein, deswegen machen wir es nicht. 1000. Was? So viel? Okay, das ist auch ein Ding. Heute bin ich spendabel. Geht runter auf 600. Letztes Stück auch verkauft. Und dann gehen wir gleich mal raus und schauen mal, was der Rest uns da so zu bieten hat. So, wir schließen den Laden. Alle raus hier. Und schauen, was wir eingenommen haben. Fast 1 Million. Ist doch okay. So, wir gehen raus. Und. Guck mal. Was das Tor hier sagt. Wir interessieren. Oh, man kann da jetzt rein. Also ich sag, wir betreten das mal und gucken uns das mal an. Bin gespannt. Vielleicht ist das ja so ein Dungeon, wo alles von allem ist. Also ein bisschen Tech, ein bisschen Wüste, ein bisschen Wald. Ein bisschen bunt gemischt. Oder was ganz anderes. Bonbonfarbenes Weingummiland. Schokoladenland. Nein, es ist ein unbekannter Dungeon. Okay, wir gucken mal kurz, ob wir ein paar Getränke dabei haben. Haben wir. Hören wir schon mal auf. Okay. Dann geht nur geradeaus.
Ein Super Dungeon. Wir sind wohl ein paar schon gestorben. Ah ja, was ist das denn für ein Riesenviech da? Okay. Lesen. Wir sahen uns gezwungen, Operation Torschluss einzuleiten. Unser Lakai wird uns mit Hilfe von 4 Schlüsseln einschließen. Er wird sie verstecken, bis die Garde nicht mehr nach uns sucht. Wir schätzen, dass ein Monat ausreicht, um sie loszuwerden. Ich habe sie wieder aufgeschlossen. Berichten zufolge ist uns die Garde auf den Fersen. Eventuell müssen wir uns einschließen, um unser Signal zu verdecken. Ah, okay, ich kann die ganzen Geschichten noch durchlesen. 2 Monate sind vergangen, seit wir uns eingeschlossen haben. Unsere Ressourcen schwinden. Wo bleibt unser Lakai? Wir haben derweil mit der Entwicklung von Prototyp L begonnen. Dieser verfluchte Fehler. Okay. Noch mehr? Kann man da auch was lesen? Es gibt nur eine Möglichkeit zu entkommen. Den Dimensionsantrieb überladen und in eine andere Dimension vorstoßen. Oder in die Leere krachen. Alles ist besser als zu verhungern. Fehler. Der Prototyp ist endlich Fehler. Oh. Alle Widrigen zum Trotz ist die Kammer von Prototyp L nun fertig. Der Boss will ihn unbedingt ausprobieren. Aber ist das auch sicher? Hoffe. Oh, habe ich nicht eingesammelt. Unsere Chancen auf eine Flucht aus diesem Grab schwinden. 3 Monate sind vergangen. Unsere Soldaten mussten letzte Woche einen Aufstand niederschlagen. Wir müssen einen Fluchtweg finden. Die Lage gerät völlig außer Kontrolle. Etliche Mitarbeiter wurden wahnsinnig. Soldaten mussten sie töten. Gleich 2 Probleme wurden gelöst. Die Unruhen und die Hungersnot. Oh, cool. Dann gucken wir hier drüben noch mehr Geschichten waren. Die nächste Dimension sehen vielversprechend aus. Prototyp G benötigt nur genug synthetische und natürliche Ressourcen. Prototypenentwicklung aus anderen Dimensionstech läuft gut. Jede neue Variante hat eine niedrigere Körperabstoßrate. Klingt alles sehr spannend. Und wisst ihr was? Klingt so spannend, dass wir direkt hier aufhören und beim nächsten Mal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei.